Wolf von Gubbio. Brüder und Schwestern in Christus, in der ersten Lesung haben wir gehört, wie der Prophet Jeremia über sein Schicksal jammert. Prophet Jeremia ist nach meinem Empfinden auch der Prophet, der am meisten auch gejammert hat. Er hatte auch kein leichtes Schicksal. Das, was Sie heute gehört haben, das ist wirklich die Höchstform des Jammerns. Das ist auf dem höchsten Niveau. Und es ist auch sehr schön, das zu beobachten, dass andere das auch kennen, nicht nur ich selber und Menschen, die ich auf meinem Lebensweg treffe. Ja, der Prophet Jeremia hatte gute Gründe, um zu jammern. Also Propheten wurden gesandt, um die Botschaft von Gott, dem Volk Gottes, zu verkünden. Naja, und die Botschaft, die Jeremia verkünden musste, die war nicht besonders toll. Er musste den Leuten immer sagen, ihr werdet untergehen, Seuchen werden kommen, Krieg wird kommen und so weiter und so fort. Er hat den Leuten nichts Schönes erzählen können. Und ja, so wurde er auch dann behandelt. Es war schwer für ihn. Er wurde verhöhnt, verspottet, aus dem Hof gejagt und so weiter und so fort. Also kein leichtes Schicksal. Und wie gesagt, der hatte gute Gründe, um zu jammern. Und da kann man im ganzen Buch Jeremia das nachlesen. Und dann gibt es noch ein Nachspiel, die Klagelieder des Jeremia. Das ist einfach herrlich zu lesen, wie man jammern kann. Wenn wir das Evangelium anschauen, das ist die Fortführung des Evangeliums vom letzten Sonntag. Also letzten Sonntag haben wir das Bekenntnis Petri gehört, wie er sagt zu Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dich hat dein Volk gewartet, du bist der Erlöser. Und heute erklärt Jesus Petrus und seinen Jüngern, was das jetzt zu bedeuten hat. Weil die Juden damals, so wie Petrus auch, haben sich vorgestellt, ja, da wird einer kommen, der wird die Römer verjagen, also das war die Besatzungsmacht, und wir werden die Verheißungen, die unseren Vätern gegeben worden sind, in Erfüllung, also die werden in Erfüllung gehen, wir werden sehen, wie sich an uns das erfüllt, was unseren Vätern verheißen worden ist. Eine schöne Vorstellung, aber Jesus geht seine eigenen Wege. Nur leider Gottes denkt Petrus dasselbe. Vielleicht noch mit dem Hintergedanken, naja, wer er der Chef in Israel sein wird, wir sind seine Jünger, die ihm vom Anfang an nachgefolgt sind, ja, vielleicht springt da für uns etwas aus. Vielleicht gab es das auch bei den Aposteln, das weiß ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und Jesus sagt Petrus, das, was du denkst, das ist Schwachsinn. Ich werde nach Jerusalem gehen, dort werde ich von den Ältesten und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Ich werde getötet für mein Volk und dann werde ich auferstehen. Und Petrus kann das nicht begreifen und sagt, nimmt Jesus beiseite. Also man muss sich das vorstellen, man nimmt den eigenen Chef beiseite und sagt, na hör mal, so, das kannst du nicht sagen, also das geht nicht. Ist auch verständlich, dass Jesus sich ein bisschen aufgeregt hat und sagt zu Petrus, das sind die wichtigsten Worte heute, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Wir empfinden das als sehr harte Worte, weil da dieses Wort Satan drinnen steht. Wenn man das griechische Original nimmt, also Jesus hat zwar nicht auf Griechisch gesprochen, aber auf Griechisch wurde es niedergeschrieben, Satan heißt so viel wie Anwalt. Also der, der mich anklagt, der Ankläger eigentlich. So bezeichnet er Petrus. Warum klagst du mich an? Was willst du von mir? Und was hier übersetzt wird mit den Worten, weg mit dir, geh mir aus den Augen, es ist zwar gut übersetzt, aber gibt das nicht wieder, was gemeint ist eigentlich. Weil Jesus sagt zu Petrus, stell dich hinter mich und geh mir nach. Was macht Jesus? Also erstens, er weist Petrus zurecht. Also du hör mal auf, ich weiß, du bist immer vorschnell im Urteilen.
lass das, hör mir jetzt zu und folge mir nach. Das sagt Jesus zu Petrus. Stell dich hinter mich und geh mir nach, heißt, folge mir nach. Nichts anderes. Und so gesehen ist es eine sehr schöne Einladung, wieder an Petrus gerichtet. Lass deine eigenen Vorstellungen, das nützt dir nichts, nicht mit Gott, und folge ihm einfach. Und dann erklärt Jesus noch seinen Jüngern, was nun diese Nachfolge ist. Und er sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus nachfolgen heißt, das eigene Kreuz auf sich zu nehmen. Und was ist jetzt dieses Kreuz? Wenn wir diese Worte hören, also wenn ich auch diese Worte höre, ist es oft so, man stellt sich vor, ja, wenn man Jesus nachfolgt, hat es Konsequenzen und man wird vieles im Leben leiden und man leidet sowieso im Leben, das sollen wir als Kreuz annehmen und schön Jesus nachfolgen. Das sagt er hier nicht. Das haben seine Jünger dann sehr oft so gedeutet. Das bedeutet auch manchmal, also Jesus nachzufolgen, dass man dieses Leid als seinen Weg einschließt. Aber Jesus meint hier etwas ganz anderes, etwas wesentlich anderes. Er hat viele Male gebetet, er ist alleine gegangen, auf einem Berg, einen einsamen Ort oder sonst wo. Und das, was er hier meint, sehen wir es später eigentlich in den Evangelien, wo er kurz vor seinem Tod steht und zu dem Garten Gethsemane geht. Und da betet er die wichtigsten Worte. Also er redet mit seinem Vater, mit Gott und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das Kreuz auf sich nehmen für einen Christen, für eine Christin bedeutet, dem Willen Gottes gehorsam zu sein. Nichts anderes. Wirklich nichts anderes. Weil das war der Weg Jesu. Er war vom Anfang an in seinem Leben dem Willen Gottes gehorsam. Man mag dieses Wort nicht so, also gehorsam sein. Ja, gut, ich bin Ordensmann, ich habe es ja mir selber ausgewählt, aber so ganz normal ist es nicht so angenehm. Weil wenn du jemanden gehorsam schuldest, oder gehorsam sein willst, das heißt, du musst dich selber zurücknehmen, du kommst an manchen Stellen in deinem Leben kürzer. Aber das ist der Weg der Nachfolge. Und wo er hinführt, hat Jesus am Anfang des heutigen Evangeliums gezeigt. Er geht nach Jerusalem, stirbt für sein Volk, dem Willen des Vaters gehorsam, und dann wird er auferstehen. Das Ziel ist das Leben selbst. Das ist, was du bekommst, wenn du Gott gehorsam bist. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie ich den Willen Gottes erkennen soll. Und das ist kompliziert. Das gebe ich zu. Und ich habe kein richtiges Rezept. Was ich empfehlen kann aus meiner eigenen Erfahrung, nehmt die Bibel, liest in ihr, fragt vielleicht Leute, die auch diesen Weg gehen. Es gibt auch eine gute Sitte unter manchen Christen, sich einen geistlichen Begleiter zu suchen. Also mit jemandem zu besprechen, was der Wille Gottes in meinem Leben eigentlich ist. Redest mit jemandem, wo du vertraust, wenn du mit ihm sprichst, da ist auch Gott im Spiel. Und die wichtige Aufgabe, die jeder von uns hat, und wir vergessen es jeden Tag aufs Neue, ist, diesen Willen zu suchen, sich zu fragen, was willst du von mir, Gott? Und daran erinnert auch Apostel Paulus, wenn er an die Römer schreibt. Wir haben heute nur einen kurzen Abschnitt gehört, aber er schreibt, gleicht euch nicht diese Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Also benutzt euren Verstand, erneuert euer Denken, kehrt um jeden Tag aufs Neue und glaubt an das Evangelium, das heißt, tut das Evangelium, macht es, folgt Jesus nach, mit aller Konsequenz.
Und dann ist es vielleicht auch wie mit dem Propheten Jeremia. Wenn man dieses Buch Jeremia zu Ende liest, sieht man bei ihm, er hat seinen Frieden gefunden. Das war kein leichter Weg, kein Weg, den ich irgendjemanden wünschen würde, aber er hat ihn als die Erfüllung des Willen Gottes für sein Leben gesehen und angenommen. Es muss nicht immer so hart sein, so kompliziert, aber im Leben eines Christen muss das an erster Stelle sein. Versuchen, den Willen Gottes für das eigene Leben zu ergründen und dann ihn auch zu realisieren. Wenn du das nicht tust, dann folgst du Christus nicht nach. Das ist ganz einfach. Und wir tun das sehr oft. Ich ertappe mich jeden Tag dabei, dass ich nicht den Willen Gottes in meinem Leben suche, sondern meinen eigenen realisieren will. Ich habe ja meine Pläne. Und er sagt mir immer, naja, lass das. Und geh nicht so nach vorne, stell dich hinter mich und folge mir nach, so wie er mit Petrus gemacht hat. Und vielleicht spricht Gott auch heute zu dir diese Worte. Lass mal deine Pläne und frag mich, was ich mit dir vorhabe und versuche das zu realisieren. Ich weiß, das wirft wahrscheinlich mehr Fragen auf als Antworten, aber so ist die Nachfolge Christi. Das ist ein ständiges Hinterfragen dessen, was ich mache, wie ich das mache, warum ich das mache. Und eine ständige Erneuerung, wie Apostel Paulus es schreibt, das sind sehr schöne Worte, erneuert euer Denken. Also hinterfragt das, was ihr glaubt vom Leben oder leben zu müssen und fragt immer wieder Gott, was er davon hält. Und er wird schon Antworten geben, nur man muss ihm auch Raum geben. Deswegen die einzige Empfehlung, die ich aussprechen kann, ist wirklich Bibel und darin lesen. Und das reicht zwar nicht aus, aber das ist ein guter Anfang für jeden. Manche sind auch unter uns Christen, die behaupten, den Willen Gottes zu kennen. Da rate ich noch zu Vorsicht. Wenn es der Bischof sagt, kann man ihm glauben. Wenn jemand andere, würde ich mir die Mühe sparen. Sucht den Willen Gottes selbst in eurem Leben und vertraut nicht so sehr auf andere darin, sondern wirklich auf das Wort Gottes. Das funktioniert fast immer. Ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn man auf Menschen hört, ist es manchmal kompliziert. Weil die haben auch ihre Pläne und wollen auch manchmal etwas durchsetzen, was nicht unbedingt dem Willen Gottes entspricht. Ich lade euch dazu ein, erneuert euer Denken, sucht den Willen Gottes, seid diesem Willen gehorsam, realisiert diesen Willen in eurem Leben.